Da jetzt die Durchfräsmatte dazu gelegt. Ich lasse es schon schwer rutschen, für das, dass es bloß an zwei Punkten aufliegt, der ich mich da jetzt fräsen dran. Und das ist dann noch sogar noch so, dass ich da sogar noch genug Material hätte, um fast bündig hinfräsen zu können. Also, Alu geht auch.